Freunde, es ist Sonntag, der 15. Oktober 2023, ist Robert Götz Matuszewski mit einer ganz kurzen Nachrichtensendung live aus dem Bundestag. Ich bin hier der Facility Manager, ich bin links, linksstaatlich und zivilcouragelich. Ich bin auf dem linken Weg und ich bin linkisch und ich habe einen Schatten, da ist er ja. Denn wer im Bundestag arbeitet, der muss einen Schatten haben. Ich werde im Laufe der Sendung euch übrigens mitteilen, es ist eine erschreckende Mitteilung, ihr werdet erschüttert sein, aber es kommt gleich. Apple ist pleite. Apple ist pleite, ja. Wirklich wahr? Und damit nicht genug. Mercedes ist auch pleite. Samsung ist pleite. Lieferando ist pleite. Lidl und Aldi pleite. Ich habe gleich den Beweis. Jetzt sage ich aber erstmal Albert Westerdorf, danke, danke, danke. Und dann haben wir einen kleinen Einzelfall. 37-jähriger Migrant fällt über Grundschulmädchen her. Der Polizei wurde am Donnerstag Nachmittag, also unlängst, mitgeteilt, dass gegen 14 Uhr ein Mädchen im Grundschulalter auf dem Nachhauseweg von einem zunächst unbekannten Mann angesprochen worden sei. In der Folge soll der Mann sexuell übergriffig geworden sein. Das Mädchen blieb dabei körperlich unverletzt. Es war ein deutscher Migrant. So, dann schlechte Nachrichten von der Alternative für Deutschland. Wir, ich sage jetzt mal wir versuchen ja schon seit Jahren, Ihnen den Bundestagsvizepräsidenten vorzuenthalten. Jetzt haben Sie jemanden ins Feld gerufen, den einzig verbliebenen Gründer der Alternative für Deutschland, der der Partei auch den Namen gegeben hat, der der Partei auch übrigens das Logo entworfen hat, ja. Martin Renner soll der Bundestagsvizepräsident für die Alternative für Deutschland werden. Aber ich sage jetzt mal, wir werden auch das zu verhindern wissen. Mit demokratischen Mitteln. Freunde, dass es sich lohnen kann, mit dem richtigen Mal ins Bordell zu gehen und mit dem richtigen Mal ein Trinken zu gehen und mit dem richtigen Mal essen zu gehen und sich von dem richtigen Mal schmieren zu lassen, beziehungsweise den richtigen Mal zu schmieren, ja, das ist ja klar. So, jetzt kommt eine ganz andere Nachricht, die damit überhaupt gar nichts zu tun hat. Beamte bei Staatsanwaltschaft Hannover und Landeskriminalamt sollen Drogenbosse vor Razzien gewarnt haben. So, und dann hier gibt es mal wieder auf meinem Telegram-Kanal, Freunde, kommt auf Telegram. Es gibt mal wieder eine Kopie, ja, da werde ich angeschrieben von mir selber. Ja, schreibt mich Robert Matuszewski, Matuszewski Original, schreibt mich an und schreibt mir, hallo, ich hoffe, Sie finden meine Beiträge hilfreich. Und wenn man dann antwortet, ja, antwortet, dann ist man da plötzlich in so einer Bitcoin-Betrugsmasche drin, ja, so Moneyline oder wie das heißt, ja, so irgendwas kommt dann, ja. Also, Freunde, wenn ihr von Telegram von mir angeschrieben werdet, bitte gleich melden und blockieren, weil ich bin das nicht. Ja, dann hier, Frontex meldet 280 illegale Einreisen in die EU seit Jahresbeginn. 280.000 illegale Einreisen in die EU seit Jahresbeginn. Freunde, ist nicht illegal, das ist scheißegal. Ja, und wir freuen uns drauf, wenn es 500.000 werden. Und die betrifft ja nicht ganz Europa. Es betrifft ja nur Deutschland, weil die kommen alle zu uns. Und immer dran denken, wir haben Platz, wir haben Raum, leave no one behind. Kein Mensch ist illegal, außer Ungeimpfte und AfD-Wähler. Merken. Dann wurde Reinhard May gefragt, was würden Sie für ARD und Co. zahlen? Er antwortet kurz und bündig, nix. Hat er gesagt. Reinhard May, was ist denn los, Herr May, für dieses hervorragende Programm? Ja? Island rettet deutsche Schulklasse aus Israel. Vorher verharrten sie in Bunkern. Ja, gut, okay, die Frau Baerbock hat es jetzt nicht ganz geschafft. Wir müssen ja jetzt erstmal die Familienangehörigen der afghanischen Hilfskräfte aus Afghanistan einfliegen. Da können wir uns nicht um diese NAZIs, diese deutschen Staatsbürger kümmern. Diese alten weißen Männer mit Familie. Nein, ja, die können bleiben, wo der Pfeffer weckt. Also bitte, ja, kann ja wohl nicht wahr sein. Der Herr Scholl hat ja gesagt, jetzt heißt es Zivilcourage zeigen. Jener Deutsche soll sich schützen vor jüdischen Mitbürgerstellen. Da gibt es ja böse Zungen, die sagen, Moment mal, also diese Diktion, schwieriges Wort habe ich aber gelernt, kommt doch eigentlich von vor 80 Jahren zu trennen zwischen Deutsch und Jude. Ist doch vor 80 Jahren so gesagt worden. Denn es gibt doch auch Deutsche, die sind Christen, Deutsche, die sind Moslems, Deutsche, die sind Buddhisten, Deutsche, die sind Atheisten, Deutsche, die sind Juden. Da trennt man nicht. Das kann und ist oft eins. Das ist aber NAZIH-Schule. Was haben Sie denn da gemacht? Zu trennen! Nein, also wir sollen uns jetzt zivilcouragelich vor unsere jüdischen Mitbürger stellen und sie schützen. Das finde ich gut. Da gibt es wieder böse Zungen, die sagen, Moment mal, also wenn sich da einer auf die Straße klebt und man als Autofahrer zerrt den weg, ja, dann kommt die Polizei, sagt hier, das ist Selbstjustiz, Strafanzeige, ja. Aber wenn einer mit einem Messer oder mit einer Pistole auf einen unserer lieben jüdischen Mitbürger losgeht, dann sollen wir uns dazwischen stellen und abstechen und erschießen lassen. Und das wäre in Ordnung. Da würden wir also keine Selbstjustiz betreiben. Freunde, alte Regel. Das eine ist das eine und das andere ist das andere. Ja, also bitte. Wir haben doch ein Rezept von Herrn Scholl. Wenn der Herr Scholl ein Rezept ausstellt, dann ist das immer gut. Eilmeldung: Iran gibt offizielle Warnung an Israel und USA ab.
Bislang waren die Warnungen mehr oder weniger über Dritte oder öffentliche Äußerungen. Doch nun meint der Iran es ernst. Nicht nur, sondern nun. Nun meint das ernst. Soeben hat die Regierung des Iran eine offizielle Warnung über die UN an Israel gesendet. In der heißt es, sollte Israel eine ernste Bodenoffensive starten, sehe man sich gezwungen, militärisch einzuschreiten. Also Israel greift dann militärisch ein. Wahrscheinlich auch dann Libanon, wahrscheinlich dann auch Syrien, wahrscheinlich dann auch Katar, wahrscheinlich dann auch Jemen, wahrscheinlich alle anderen arabischen Staaten und früher oder später vielleicht sogar Ägypten. Man weiß es nicht. Ja, vielleicht auch noch Marokko, Tunesien und Algerien. Ja, aber Freunde, das stimmt zwar, ist aber nicht richtig. Dann hier, Medien schweigen, Erde wird gar nicht wärmer. Alles Blödsinn, es wird wärmer. Ihr merkt es doch draußen, wird jeden Tag mehr wärmer. Ärzte melden nur eine von 18 schweren Nebenwirkungen in der Schweiz. Ja, eine reicht doch. Ja, wieso 18 melden, wenn man eine melden kann? Das reicht doch. Ja, außer Meldung ist anstrengend. Ja, da muss man Formulare ausfüllen. Und jetzt kommt's. Also, Apple ist pleite. Amazon ist pleite. Mercedes ist pleite. Lieferando ist pleite. Lidl und Aldi sind pleite. Beweis hier, ein Kommentar gestern bei mir auf meinem YouTube-Kanal. Und zwar schrieb mir Ralf Zimmer, Grüße gehen raus, Ralf Zimmer 8699. Haltet euch fest, schnallt euch an. Du liest immer aus deinem Buch vor. Bist du pleite? Fragezeichen. Böse Zungen sagen, ey Ralf Zimmer, du schreibst immer dumme Kommentare. Bist du blöd? Erstens lese ich nicht aus meinem Buch vor, sondern ich lese aus einem der 5 Bücher von Claudius Fabich vor. Also ich lese nur aus seinen vielen Büchern vor. Ja. Und zweitens, wenn es bedeuten würde, dass man pleite ist, wenn man Werbung für etwas macht, dann wären ja alle großen Konzerne, alle Firmen, die Werbung machen, automatisch pleite. Also erst nachdenken, dann schreiben. Du aber nicht mehr bei mir. Das kann so einfach sein. Ja. Wie hieß er nochmal? Bitte merken. Hier. Ralf Zimmer 8699. Schmierlappen. An alle E-Autofahrer. Drastisch steigende Versicherungsprämien belasten britische Besitzer von Elektroautos. Naja, drastisch steigend, also so schlimm wird es schon nicht sein. Die Eigentümer von Elektroautos in Großbritannien stehen vor einer wachsenden Belastung durch stark steigende Versicherungsprämien, wenn sie ihre Policen erneuern möchten. Einige berichten von Prämienerhöhungen um bis zu 940%. Ja, also quasi man zahlt im Monat 50 Euro Vollkasko für sein Auto, ja, und zack, zahlt man 450 Euro im Monat. Ist jetzt auch nicht so viel mehr, also bitte, ja. Dafür fährt man ein Elektroauto. Man gehört dazu, man ist moralisch überlegen, ja. Und hat eine Reichweite von 100 bis 200, vielleicht sogar 300 oder 400 Kilometer. Oh, ja. Die bislang größte Demonstration in Europa fand gestern in England, London statt. Tausende solidarisierten sich mit Palästina. Ja, nicht nur Palästinenser waren dabei, sondern auch ganz normale Engländer. Das gefällt uns gar nicht. Und hier im Vorjahr stürzten die sinnlosen und selbstzerstörerischen Sanktionen gegen Russland. Also Moment mal, was heißt denn hier sinnlos? Also bitte. Vor allem Europa in eine Energiekrise, welche die Menschen teuer bezahlen durften. Nun naht die kalte Jahreszeit. Und der Emir von Katar stellt klar, wenn Israel den Gazastreifen weiterhin bombardiert, stellt Katar die Gaslieferung ein. Und zwar an Deutschland, Europa, Australien und alle anderen Länder. Ja, Freunde, wer braucht denn Katar? Wir haben das gesunde, umweltbewusste, preiswerte Fracking-Gas von unserem großen Bruder, den USA. Brisant. Keine Evakuierung, weil Baerbock Geld sparen will. Israel ist im Krieg und alle Länder evakuieren ihre Bürger aus Israel. Nur Deutschland nicht. Ja, Freunde, also bitte, ja. Es sind doch Deutsche. Ja, die Köterrasse. So, ich sage jetzt mal an der Stelle, lieber Jörg Seel, herzlichen Dank. Und dann schreibt mir hier The Name Lessing King. Kanada, Australien und England haben jetzt Sanktionen gegen die eigene Bevölkerung gemacht. Hast du eine Meinung gegen den Staat, wird dein Konto zu 100% eingefroren, ohne gerichtliche Verhandlung. Ja, Freunde, wir bleiben artig zu Hause, tragen 4 FFP2-Masken übereinander, einen Darmstrumpf drüber, lassen uns anständig impfen, auch gegen Grippe, gegen Masern, gegen Corona, gegen alles, gehen nicht demonstrieren, außer für Black Lives Matter, Extinction Rebellion, Fridays for Future, Antifa, Christopher Street, der Kinder sich auf die Straße kleben, The Lost Generation, Animal Generation, Scientists for Climate, gegen Trump, gegen Putin, gegen Assad, gegen die AfD, für, gegen CO2 und für die Regierung, ja, und dann gibt es auch keine Verunstimmung, da wird auch kein Konto gelöscht. Puh, kann ja wohl nicht wahr sein, also bitte. Ja, man muss nur die richtige Meinung haben, es kann so einfach sein. Ihr müsst bloß aufpassen, die Regierung ändert öfter mal ihre Meinung. Die Süddeutsche Zeitung berichtet über einen der ersten AfD-Bürgermeister und sagt hier, der hat vor der Wahl was gesprochen, versprochen und nach der Wahl hat das gebrochen. Da lügt die Süddeutsche, aber wenn die Süddeutsche es schreibt, ist es, obwohl es eine Lüge ist, trotzdem richtig. Merken.
Ja, und in Baden-Württemberg sind ungarische Zigeuner mit ungarischen Pässen aufgekreuzt, um Bürgergeld abzukassieren. Freunde, das ist eine Frechheit. Zigeuner sagt man nicht. Das ist rassistisch. Man sagt es nicht. Man sagt Ukrainer. Ja, kann ja wohl nicht wahr sein. Also regt mich schon wieder auf. Ja, also bäh. Aktenzeichen XY vom 11. Oktober. Corona-Leugner überfällt älteres Ehepaar. Ja, das ist das Hauptproblem momentan, Freunde. Ja, rund 60.000 Messerangriffe im Jahr, alles Corona-Leugner. Zwei Massenvergewaltigungen am Tag, alles Corona-Leugner. Das kann so einfach sein. Und jetzt überfallen sie auch noch ein älteres Ehepaar. Ja, das sind, also wer einbricht und überfällt, das sind alles Corona-Leugner. Ich sage nur Aktenzeichen XY ungelöst. Da zahlt man gerne GZ-Gebühren. Ja, so. Haben wir das jetzt geklärt. Freunde, ja. Also, Martina und ich werden heute noch ein wichtiges Gespräch führen, kontrollieren, observieren, überwachen. Und zwar werden wir einen AfD-Politiker treffen. Ja, wir treffen ihn, aber ich versuche ihn auf links zu drehen. Nämlich Stefan Protschka, ist der Chef hier von Bayern. Den treffen wir heute so. Ich wollte euch schon mal informieren, also wenn der demnächst austritt aus der Alternative für Deutschland, ja, und in die CSU eintritt, dann habt ihr es uns zu verdanken. Martina und mir. Wir, also Martina ja nicht. Martina ist ja, aber egal. Aber mir habt das zu verdanken. Ich drehe den auf links. Logisch. Ach ja. Wenn es euch aufgrund der Nachrichtenlage gerade nicht gut geht oder weil ihr eine Diagnose habt, Grippe oder irgendwas anderes, was Schlimmeres, im Krankenhaus liegt oder krank zu Hause im Bettchen, bitte werdet schnell wieder gesund. Wir brauchen genau euch jetzt. Und wir schicken allen, denen es nicht gut geht, starke, kraftvolle Genesungsenergie. Wir brauchen euch nämlich. Und wir bleiben standhaft, optimistisch, voller Tatkraft. Und wir halten zusammen. Gegen den gegen rechts. Punkt aus Ende. Grüße von Bruno, Kevin, Jerome und meiner lieben Frau Martina. Bruno heißt übrigens mit Nachnamen nicht Pepe, sondern Pete. Pete, Pete, Bruno Pete. Und ganz liebe Grüße auch von unserem Goldhamster Ambrosius. Ja, oh, der hat neulich von einem lieben Zuschauer eine Futterration geschickt bekommen. Na, das hält locker die nächsten 5 Jahre. So alt wird er gar nicht mehr. Ja, Freunde, auf in den Abend, auf in die Nacht, wann immer ihr das Video seht. Und nicht vergessen, wir bleiben standhaft, optimistisch, voller Tatkraft. Wir halten zusammen und das kann ich nicht oft genug sagen. Und jetzt freue ich mich sehr über einen Kommentar, das Däumchen hoch. Und meine lieben Unterstützer, ihr macht diese Arbeit erst möglich. Ohne euch ging es nicht. Danke dafür. Schaut doch mal auf Telegram vorbei, da habe ich gestern hier die 3 geteilt. Friedrich Krüger, Heiko Schrang und Claudius Fabich. Interessante Sendung mit neuen Ansichten. Interessant, gestern Telegram. Und ich mache jetzt weiter und ihr macht jetzt weiter und alles ist gut. Wir müssen da bloß noch hin. Jetzt knallen wir nochmal gegen Putin. Ah, das können wir doch besser, das können wir doch besser. Nochmal gegen Putin. Und ihr wählt diese Regierung. Seid dankbar, dass wir sie haben. Ich hab euch lieb. Tschüss, Freunde. Alle pleite, ja. Die machen Werbung. Die müssen pleite sein. Die sind welche Werbung. Logisch. Du machst immer so viel Werbung, bist du pleite.